So, weiter geht das, meine Freunde. Dann will ich mal die andere Seite von dem Raum noch eben durchsuchen. Schauen wir mal, was hier auf dem Rechner zu finden ist. Synthetic Engineer Request. Can I get someone from Six and Synthetics to look at my Android? I've just worked a 24-hour shift helping out with trauma patients and I am the dentist. Waits once every one of them moved out of the hospital and no one is telling me anything. If I'm going to be pulling down these kinds of hours, I need some extra help. We've got an android down here with perfect adequate programming, but he's been gathering dust because apparently the same model started acting up on the other side of the station. What the hell is going on with this place? Get someone down here now, before I make an official complaint. Fernandes. Ja, das ist Apollo, sag ich mal. Error. Ich habe übrigens nochmal ein bisschen nachgedacht über das, was in der letzten Folge passiert ist. Und ich frage mich, ob auch das Alien selbst verbuggt war. Denn wir haben ja in der ganzen Folge das Alien nicht einmal gesehen, bis auf die Stelle, wo ich das absichtlich angelockt habe. Einmal durch laut hin und her rennen und dann nach dem Neuladen. Da haben wir es auch nochmal gesehen. Also vielleicht war die ganze Zeit das Alien gar nicht richtig im Spiel, nur so als Geräusch zwischen den Wänden. Weil es genauso wie die beiden Typen da verbuggt war. Hm, könnte sein. Ich muss sagen, hat dem Spiel nicht wirklich geschadet, falls dem so sein sollte. Denn ich habe auch das Gefühl, bei so Horrorspielen ist es manchmal besser, wenn man das Monster nicht zu oft zeigt. Also anders als zum Beispiel der Teil davor, wo wir andauernd mit dem Alien zu tun hatten und alle 3 Minuten einmal gestorben sind, war das sehr viel gruseliger. Das Alien eben nicht da zu haben, sondern immer nur zu hören. So, und apropos hören. Ich höre hinter dieser Tür Stimmen und ich... Oh. Ach, das sind die. Das sind die Typen. Okay. Also da, wo wir vorher die Leiter hochgeklettert sind und wo die so eingefroren rumstanden... Diese Stelle ist das und ich gehe jetzt hier extra zurück, um in den Luftschacht reinzukommen und vielleicht dann von dort aus... Oh, das habe ich wohl beim letzten Mal übersehen. Guck nicht hierher, bitte. Guck bitte weg. Boah. Ist das nach hier oben? Nee, ist zu. Gut, da fühle ich mich zumindest ein bisschen sicherer. Ja, ich weiß nicht, sehen die mich jetzt, wenn ich da rauskomme? Die sind so halb zu mir hingedreht. Ich versuche mal einfach, ob die das sehen. Ja, sie sehen. Okay. Das habe ich verstanden. Botschaft ist angekommen. Die machen ja auf. Das... Aber die gehen nicht da rein, oder? Hauptsache, die locken durch ihr Rumballern nicht noch das Alien an. Die Frage, stehen die da noch vor? Ansonsten kann ich vielleicht versuchen, die zur Tür hinzulocken. Die Musik, die macht mich mal wieder vollkommen fertig. Okay, der eine Typ... Aber wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? Oh, da. Pass auf, ich probiere jetzt mal Folgendes. Einfach rennen. Denn wir wissen ja, wir kommen hier in den... Verfolgen die mich? Nein. Okay. Wir kommen ja hier weg. Ja, wir können ja hier einfach abhauen. Wir sind ja schon mal hier gewesen, quasi aus Versehen. Ich weiß gar nicht mehr, haben wir hier noch irgendwelche tollen Sachen gefunden, die sich lohnt zu suchen?
so ein bisschen. Nicht die Welt. Oh shit. Oh shit, das habe ich gar nicht mehr bekommen. Nein, nein. Nein, ist keiner hier, ist keiner hier. Niemand, niemand, niemand ist hier. Ah, okay. Einen Treffer noch abbekommen. Aber immerhin sind wir jetzt ganz legitim wieder an der richtigen Stelle. Get to the transit station. So, jetzt gucke ich erstmal kurz auf die Karte. Hier. Wir sind ja ganz am Anfang, als wir das Alien das erste Mal gesehen haben, als das Axel gekillt hat, hier angefangen gekommen. Sind dann hier hoch, hier oben. Haben hier diese Geschichte, glaube ich, gemacht, oder? Oder ist das gar nicht hier? Ist das eine andere Transitstation? Das ist eine gute Frage. Ich weiß auch nicht, ob hier an dieser Stelle das Alien unterwegs ist. Ich denke mal, wir sind einfach leise und forschen mal ein bisschen rum. Eat. Tomorrow, no. Together, future. Ah, ne. Tomorrow, together, gleich new, no future. So. Das ist ja der Spruch von denen. Oh, oh, braucht man hier... Das kann ich nicht hacken mit meinem upgradeten Hacking-Device. Ganz offensichtlich nicht. Aber du gehst doch auf. Rechts halten, S drücken. Das muss ich mir jetzt merken. Das müssen wir vielleicht öfter machen. Eventuell sogar mit Alien hinten dran. Sei doch leise. Mach doch nicht so einen Lärm. Waren das Schritte? War das schon das Alien? Ist das der Raum, wo ich so nicht reinkomme? Aber hier kann ich nicht drüber klettern. Ne? Nein. Hier ist doch gar keine Glasscheibe oder sowas. Da wäre ich doch reingekommen. So, wo führt dieses Ding hin? San Cristobal Medical. Nee, nach Medical, da möchte ich am liebsten überhaupt niemals wieder hin. Ach, jetzt weiß ich, wo ich war. Jetzt weiß ich, hier hat doch der Doktor hat doch uns gerufen, wir sollen da in den Fahrstuhl rein. Ah, okay, dann ist das hier eben nicht die Station, sondern das ist die, wo wir hingefahren sind von da aus. Dann macht das jetzt alles hier einen Sinn. So, ich hau mir eben Medikit rein. Beziehungsweise ich mach mir erstmal eins. Ich mache mir am besten noch eins. Kann ich nicht? Okay, dann muss ich halt das eine, was ich mir leisten kann, nehmen. Aber das wäre dann Verschwendung, das jetzt zu nehmen. Ne, komm, dann, nee, dann lassen wir das. Lassen wir erstmal bleiben. Ist hier gerade irgendwo was aufgegangen? Klang ein bisschen nach Luftschacht, der auf und zu geht. Ich weiß nicht, ob ihr das auch gehört habt. Okay, den darf ich wenigstens hacken. Den hier. Dann mach mal auf die Tür. Die Tür mach weit. Kurz orientieren. Da komme ich nicht dran, oder? Wenn ich hier um die Ecke gehe vielleicht. Also hier komme ich runter zu... Da haben wir ja unsere Freunde quasi zurückgelassen. Hier haben wir einmal... durchs Türchen geguckt. Haben da hinten Leute gesehen. Daran erinnere ich mich noch, aber da braucht man eine Plasma-Torch für. Ich will jetzt eben die Stelle finden, wo das Ausrufezeichen ist. Aber es kann sein, dass das gar nicht hier in diesem Raum ist, sondern dass das gegenüber ist, in dem Raum, wo wir nicht reinkommen. Würde ich mal so sehen. Die Tür ist zu.
die Karte haben wir uns damals geholt. Da ist noch ein Raum. Ich weiß gar nicht, ob wir da schon drin waren. Oder ob wir da überhaupt reinkommen. Restore Power. Kann man vielleicht, wenn wir irgendwo so ein Stromversorgungsnetzknoten finden. Obwohl da jetzt nichts drin zu sein scheint, was ich unbedingt haben will. Oh, Sequenz. I sent you a clear directive not to land on station. I told you we didn't hear your message. We understood you would be... Hey! Oh. Ich glaube, wir haben... Identify yourself. ...den Marshall gefunden. Ripley. From the Torrens. Relax, kid. What the hell is going on here, Marshall? Where's the security forces? You're looking at them. I've seen the creature. What is it? I don't know. Something brought here by Marlow, the captain of the Anisadora. The ship that found the flight recorder. Is there anywhere safe left on this station? That creature's running around, and the Seeks and Synthetics are less than friendly. Goddamn androids. Ripley? Taylor needs attention. Medical's a no-go. We can't take her there. We have a basic life support unit back at HQ. Then let's go! Yeah, let's go. We need the transit to get to HQ, but it's down. Transit control is upstairs. Samuel ja. says you're an engineer. Ja, ja. You'll make yourself useful. Ja, ich hab das schon verstanden. Yeah, right. We'll talk about that later, Waits. You protect them while I'm gone. Understood? Ricardo, get a lock on our radio so we can stay in touch. So, irgendwo war hier eine Safe Station. Ah, genau in die andere Richtung. Are you all right, Ripley? Peachy. Komm, die packen uns auf die Schultern und dann hauen wir ab. Taylor. Don't worry, Samuels. We'll get her out of here. Ich werde gleich speichern und dann werde ich gucken, ob ich in diesem Bereich das Alien anlocken kann. Einfach um zu sehen, was es dann mit den Leuten da macht. Tja. Ja, weil wenn das Alien kommen würde und würde die killen, aber man selber würde entkommen, hätte man ja das Spiel kaputt gemacht. Also dürfte hier eigentlich kein Alien kommen. Ne? Deswegen renne ich einfach mal ein bisschen laut. Was ja sonst immer das Alien anlockt, wenn es in der Nähe ist. Hallo? Na, habe ich mir schon gedacht, hier gibt es kein Alien. So, dann folgen wir mal dem Weg. Ich gucke nochmal auf die Karte, wo müssen wir jetzt hin? Transit Control. Das ist jetzt die andere Seite. Okay, da hoch. Da ist nochmal ein Raum, wo wir reingucken können. Hier müssen wir hin. Und ab dahinter wird es wahrscheinlich wieder lustig. Und wenn ich sage lustig, dann meine ich furchtbar. Da werden wir gejagt, gehetzt, getötet. Zum Beispiel durch was auch immer aus diesem Luftschacht dort kommt. Kein Sabber. Ah, da lag was auf dem Schreibtisch, das würde ich gerne... Restore Power. Ich habe aber... Also entweder übersehe ich das immer oder hier gibt es keinen Verteilerkasten. Da muss ich rein. Na, großartig. Gut, dann gucke ich mich erstmal hier um, ob es hier noch irgendwas zu finden gibt. Wenn ich was zum Schreiben dabei hätte, würde ich jetzt hier auch Help hinschreiben. Genau wie alle anderen. Und es wird mir genauso viel helfen wie allen anderen. Nämlich gar nicht. Ich weiß, ich muss in die andere Richtung, aber genau deswegen gehe ich ja nach hier. Ja.
Da schon mal gar nicht. Okay. Bevor ich da jetzt alles aktiviere, brauche ich noch mal ganz kurze Pause. Eine Sekunde. So, müsste jetzt besser sein. Okay, zack, wie war das nochmal? Rechte und linke Maustaste gleichzeitig und A. Und auf geht das Türchen. Call Elevator. Hallo, Elevator. Elevator. Dauert einen Moment. Muss wohl von ganz weit oben oder unten. So, jetzt verlassen wir den sicheren Bereich und gehen dahin, wo das Alien ist. Denn auf dieser gigantischen Raumstation ist das Alien stets genau dort, wo wir sind. Normal. Spiel wäre ja langweilig, wenn man hier durchgeht und ich liebe langweilige Spiele. Warum darf ich nicht langweilige Spiele spielen? Ich will ein langweiliges Spiel spielen. Was ist das für ein schreckliches Geräusch? Gibt es hier irgendwas zum... Auf jeden Fall gibt es hier vor mir was. Flashbang! Juhu! Ein besseres Flashbang. Sehr interessant. So. Ich soll da hinten hin. Ich bin jetzt aber neugierig. Also ich will wissen, was das ist. Das ist doch nicht das Alien. Das rumpelt doch nicht so lange da an der Tür rum. Oder doch. Gas Torch? Wie viele von Torches, von den Schweißgeräten gibt es denn? Gas, Plasma, Ionen? Die machen doch alle dasselbe. Okay, das ist jetzt dumm, aber... Das bestimmt das Alien. Ich weiß, dass es das Alien ist. Hallo, Alien. Sobald ich da hinten gehe und irgendwas mache, bricht es durch die Tür. Und ich verstecke mich irgendwo. Aber wo? Ich sollte mir erst das Versteck suchen. Ah, da sind Schränke, da sind Schränke. Okay. Der Knopf, den ich drücken muss, ist wo genau? Wahrscheinlich hier, wo es so leuchtet. Beep, 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 beep. Und jetzt. Someone shut everything off. Huh. Hello? Oh. I know someone's in here. Nein, hier ist keiner. War doch nicht das Alien. Calm down in there, you android fuck. How do I get off this wreck? Yeah. Es sind bestimmt wieder böse Menschen, weil... Es sind immer böse Menschen. Es... Ah! Why the hell did I agree to come out here? Ja, das frage ich mich auch. Jedes Mal. Ah. I remember the last time I slept. Ist er jetzt weg? Ne, nicht richtig, ne? You're not going anywhere. Wo kann ich mich denn... Wie komme ich denn hier... Wenn er hier patrouilliert? Show yourself and I'll make it quick. Someone must know what's going on. Ich warte, bis der wieder hier weggeht. Dann gucke ich mal, ob ich irgendwo da unter der Treppe oder so mich verstecken kann. This place creeped me out even before it all went to shit. Ja, me too. Me auch. Da, la, la. Ich meine, ich könnte hingehen und ihn erschlagen, aber das will ich nicht. Ich töte doch niemanden.
Selbst wenn er mein Feind ist. So, jetzt geht er weg. Jetzt muss ich hier raus. Ist das hier irgendwas? S. Keine Ahnung, was das bewirkt hat. Muss man auf der anderen Seite auch machen? Muss man das auf beiden Seiten machen? Bestimmt. Nein? Ach, jetzt muss ich wieder dahin. Ja, wo ist der Typ? Wo ist der Typ? Wo ist der Typ? Hä? Wieso ist der Typ auf einmal da hinten? Wie hat er das denn gemacht? All I want. Ja, jetzt kommt er hierher, oder? Hä? Das ist verkehrt. Ach, Mist! Nein! Falsche Taste! Sehr ärgerlich. Muss den ganzen Scheiß hier nochmal machen, oder was? Es würde natürlich helfen, wenn man wüsste, was zu tun ist. Komm, ich hau mir doch mal das Medipack rein, falls sie gleich auf mich schießt. Habe ich zumindest ein bisschen größeren Lebenspunkte-Puffer. So, jetzt gucke ich mich erstmal in Ruhe hier um. Hier ist der eine Schalter, den wir betätigen müssen. Und... Oh, hier gibt es einen Sensor. Und ich hätte gedacht, hier gibt es vielleicht noch einen. Gibt es aber nicht. Deswegen die Frage, wo ist dann das andere Ding, was man benutzen soll? Du bist noch nicht hier drin, ne? Mach kein Scheiß. Komm, diesmal gehe ich direkt hier hin. I know someone's in here. Jetzt lass mich doch gehen. Irgendwie hat er mich nicht gehen lassen. Calm down in there, you android fuck. So, was sagt denn jetzt eigentlich Unlock Transit System Control? Das ist ja quasi direkt in die Richtung, wo ich gucke. Jetzt gucke ich mal geradeaus. Ja, ein bisschen weiter nach rechts, da. Nicht zu weit. Da. Das ist genau da, wo ich hin muss. Geh doch einfach weg. Guck mal, ich will dir nichts und du willst nicht hier sein. Geh doch einfach weg. Last time I trust anyone on this tin can. I went to a lot of trouble to secure this place. Aber warum? You're not going anywhere. Oh, oh. Someone here with me? Hat er mich gesehen? Ich würde sagen, ja. Jetzt habe ich die Schnauze voll. Jetzt ist mal einer fällig hier. People like you don't deserve to die. Hä? Ist er tot?
Nein, er ist nicht tot. Keine Munition mehr. Ach, das gibt's doch nicht. Jetzt knall ich ihn direkt ab. Schnauze voll. Das ist echt nervig. Was ja eigentlich auch gar keinen Grund gibt für diesen Ärger hier. Mann. Dann soll er uns doch eben durchlassen, danach kann er es wieder abschalten, weißt du? Aber nö. Ich habe den auch irgendwie nicht gut getroffen oder keine Ahnung. Meiner Meinung nach hätte ich ihn getroffen und er müsste eigentlich tot sein. Aber soll's. Da kann ich irgendwie eine Bombe oder sowas bauen hier. Smoke Bomb. Flashbang kann ich hier zumindest hinbauen. Warte mal, die konnte man doch irgendwie... Ich warte einfach dann, bis er hier... Rechte Maustaste, aim, air, hold, place. Air, hold. Okay. Hat das jetzt funktioniert? Irgendwie nicht. Hä? Sind die durch den Boden gefallen? Habe ich jetzt meine beiden Flashbangs da im Boden geopfert? Irgendwas Schreckliches wird schon passiert sein. So recht und es. I know someone's in here. Ja. Eigentlich müsste der jetzt in die Flashbang laufen und sterben. Also nicht sterben, sondern geflashbangt werden. Das klappt ja super. Wie gut, dass ich dafür zwei Flashbangs geopfert habe. Mann, oh Mann, oh Mann. So, und wo... Ja, laut Karte genau da, wo ich stehe. Aber das habe ich doch vorhin versucht und das ging nicht. Hier kann ich nichts bedienen. Wo ist der Typ eigentlich hergekommen? Wahrscheinlich da, wo... Ah, vielleicht hier. Ist ja genau da, wo es auf der Karte angezeigt wurde. So, at the main console. Ist das das Alien? Was? Androide? Ja, es ist ein Androide. Na toll! Ja. Stunbaiten. Wo ist mein Stunbaiten? Nicht, dass der so super funktioniert hätte letzte Mal. Aber es ist ja meine einzige Verteidigung. Ja, geh wieder weg. Geh wieder weg. Der ist schnell. Die sind doch sonst gar nicht so schnell. Oh oh. Das ist meine Chance.
glaube ich. Back to the transit station. Machen wir doch sofort. Tschüss. Was ist jetzt los? Kann ich die Tür zumachen? Was zur Hölle? Aber ich muss kommen. Was ist das hier? Das ist ja eine Falle. Okay, zumindest einmal gespeichert. Gas Torch. Ah! Endlich. Okay. Was nun? Kann ich den... Pass mal auf, ich versuche mal jetzt den blöden Androiden zu killen. Wie kann ich den Stunbaiten wieder aufladen? Der ist ja fast leer. Kann man den irgendwie rechargen? Hä? Gerade hast du doch was gemacht. Habe ich den hier irgendwo? Stunbaiten. Kann ich da draufklicken? Nein. Habe ich keine Batterien oder so, ne? Weil ich würde gerne lesen, was da auf dem Computerterminal ist. Was ziemlich schwierig ist, während der Android da rumrennt. Brennen Androide? Ist man nur so als Frage. Der ist da ganz hinten. Ja, wenn ich jetzt wüsste, dass der da auch bleibt. Aber so. Oh. Oh. Oh shit. Oh nein, der. Möglicherweise war das keine gute Idee. Stirb! Stirb! Oh. Heiliges Kanonenrohr. Flashlight Batteries. Na, immerhin. Jetzt speichere ich nochmal, ob diesen Erfolg ist. Bin ja richtig mörderisch heute. Normalerweise bin ich gar nicht so. Aber gut, beim Androiden tut mir das jetzt nicht so leid. Was fehlt mir denn da? Compound B. Ja, okay, haben wir gerade nicht. Mein Leben ist auch, sehe ich gerade, voll. Das freut mich. Bäh. Boah, wie das auf meine FPS sich hier auswirkt. 60? 30. Okay, schauen wir mal, was hier auf dem Terminal steht. Restart Transit. Listen, you crazy bastard. You think
You think that thing gets around in a fucking transit car? You're sitting on an override that will disconnect the transit from Apollo, so fucking pull it! You can stop all this bullshit just by pulling a lever. You think you're safer with the transit powered down? But we're trapped like rats. For God's sake, help us! Double-crossed. Was ist das für ein Achievement? Voice of Sevastopol. Ach, 50 von den Dingern habe ich mir schon angeguckt. Got a heads up for you, jackass. Don't even think about throwing in with Sinclair and the Six and Security guys. I told them it was you that killed Morrison. If they see you, they'll shoot on sight. You should have let me join you in your bolt hole. You won't last a week. Morrison, war das nicht der Captain von dem anderen Raumschiff, was den Dings gefunden hat? Dem Flugschreiber? Habe ich, glaube ich, so in Erinnerung. Ah, da. Bonding Agent, ne, Compound B brauchte ich, ne, für weitere. So. Jetzt wieder ein bisschen schleichen, weil jetzt, wo alle anderen tot sind, Menschen, Androiden, was ist da noch übrig? Natürlich, das Alien. Wo muss ich überhaupt hin? Ach so, in meinen... Da muss ich hin. Da weiß der Kuckuck, wie ich da hinkomme. Vorhin war der Fahrstuhl ja kaputt, aber vielleicht funktioniert er jetzt auf mysteriöse Weise wieder. Ah, nee, ach, ich bin doof. Ich habe doch den, die Torch. Ich kann doch jetzt aufschweißen. Ich kann doch jetzt da hier irgendwas aufschweißen. Move keys to... Ach so. Oh, so weit wollte ich doch gar nicht. Hey, kann ich hier Deutsch ran? Wo ist hier oder so? Ah, nee, ich kann nur in der vorgegebenen Richtung. So, jetzt muss ich runterdrücken. Drücke ich runter, bis es nicht mehr weitergeht. Und dann drücke ich links. So. Links, habe ich gesagt. So. Und hoch. Einmal im Kreis. Jetzt aufpassen, dass mir das nicht auf die Füße fällt. Uah, Kräfte des Bären! Shit. Ja, super. Toller Plan. Ja, du heißt ja auch Waits. Take it. I had some trouble, so it's gonna take me a while to get back. Ich fahre bestimmt ohne mich. Taylor can't. I can catch the next car. Your call. Sie fahren ohne mich, weil ich ihnen sage, sie sollen ohne mich fahren. Ripley. Mann. Du brauchst ja nichts machen. Du lässt dich ja von mir durch die Gegend fahren. Das ist natürlich bequem. Ach, das ist der Raum. Okay, okay, okay. Das, wo war das? Da. Das ist der Raum. Guys, it's Sinclair. We need supplies. Take what you can from whoever you want. I found an area in habitation where we can seal ourselves in and wait for rescue. I've got guys welding vents shut and shutting off elevators. Plan is to make it watertight. There's no room for more people in the sanctuary, but we can make space for their food, meds, water and guns. If we're gonna get everyone through this alive, there's no room for pity. Ja, hätte ich jetzt nicht auf diese dämliche Nachricht gewartet, hätte ich vielleicht die Transit noch gekriegt. Das kann ich aufmachen, aber wofür ist das hier jetzt nützlich? Was möchte ich damit anfangen? Ich möchte doch nicht Air Purification abschalten, oder? Alarm System. Möchte ich ein Alarmsystem aktivieren? Eigentlich nicht. Warum? Was? Welcher Raum ist das? Hier hinten. Da ist ein Alarmsystem. Bei den Zügen. Warum sollte ich das anschalten wollen? Aber das Spiel bietet es mir an. Dann hat es vielleicht einen Sinn. Ich mach's mal an. Kann ich eigentlich irgendwo hier wieder speichern? Nur mal so als Frage.
Rechte Maustaste S. Jetzt muss ich eigentlich runterrennen. Hallo, Freunde, hier bin ich. Aber die Freunde sind schon weg, das Alien ist da. Oder irgend sowas. Aber das ist ein Speicher. Ripley, we heard voices as we left. Watch yourself. Ja, toll. Darf ich wenigstens einmal noch speichern? Das ist wahrscheinlich die Stimme vom... von der Aufnahme da, vom Recording, die er gehört hat. Wo muss ich hin, wo muss ich hin, wo muss ich hin? Da. Da ist ein Versteck. Habe ich noch ein besseres Versteck irgendwo? Oh ne, jetzt ist wieder so ein Ding, ne? Da ist auch ein Versteck, okay. Ich höre da links Schritte. Und da ist, glaube ich, auch Piepen. Maybe he's found a better site to raid. Or a way off this promise. Oh. That, today's the day we finally seal ourselves into the habitation box. Listen out for movement. So viele Leute, so viele Gruppen. Geh weg, geh weg. Was machst du? Wird der jetzt vom Alien gefressen? Steht der deswegen hier direkt da, wo ich ihn sehe? My friend said he saw it. So some people get away. Let's go find Sinclair. No way we should be splitting up. Safety in numbers. Das klingt gut. That thing is unstoppable. Ja, das stimmt. Niemals. So, seid ihr weg? Ich möchte jetzt gerne in meine Eisenbahn rein. Behauptet mal, die sind weg. Zug, Eisenbahn. Bin ich hier immer noch richtig? Ja? So, dann hoffe ich doch mal, dass ich jetzt wieder bei meinen Freunden bin. Es sei denn, die müssen schon wieder weiter. Kann ja nicht so schwer sein. Die warten ja direkt da an der Bahnsteigkante. Richtig? Bing! Nein? Hallo, Freunde? Habt ihr auf mich gewartet? Ghetto Colonial Marshall Büro. Was ist denn das hinter mir? Das heißt, glaube ich, nur, dass hier die Bahn ist, ne? Da ist ein Speicherding. Da kommt irgendwas angefahren. Wahrscheinlich das Alien. Und ich bin wo? Und wo muss ich hin? Und überhaupt? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Info auf dem Motion Tracker. Ich habe keine Info auf der Karte. Ich habe echt keine Ahnung, wo ich hin soll. Ich meine, ich könnte jetzt wahllos in irgendeine Bahn steigen. Oder bin ich hier falsch? War das falsch, dass ich hier mit dem Zug hingefahren bin? Das kann natürlich auch sein. Aber mein Zug ist weg. Ich kann da jetzt nicht wieder zurück.
Der einzige Weg, den ich sehe, ist hier hoch, beziehungsweise auf der anderen Seite. Keine Ahnung, welche Seite besser ist. Ripley, we're in the Marshall Bureau. Just turn right at the top of the stairs. You can't miss it. Na dann. No welcome committee? Just get up here. Wait's out. Ja. Bin gleich da. Komm. Wird ja schon nicht so schlimm werden. Ich bin jetzt schon fast da. Alles wird gut. Richtig? Hallo? Kumpels? Okay, mach die Tür zu. Verriegelt alles. A plan? Really? His fucking plans haven't done us much good so far. Did you get the transit running? Nice work. Maybe we'll be safe here. For now anyway. Was sind das alles für Leute? Seid ihr meine Freunde? How's Taylor? Stable. Should be walking soon enough. So schön. Samuels is with her now. Okay. You managed to get transit up and running, so I guess we're even. Where's Ricardo? Prepping our next move. Look, I'm busy. I've got Marlowe in the cells, the lowlife who showed up with your flight recorder. Where's Marlowe's ship? The Anisadora. He put it in a parking orbit around the gas giant. Son of a bitch won't give us the command codes to let us bring it in on auto. Maybe you can get more out of the unhelpful bastard. Go talk to him. Das werde ich tun, allerdings erst in der nächsten Folge. Ich speichere hier einmal und dann mache ich einen Cut und wie es weitergeht, das erfahrt ihr dann morgen, meine lieben Freunde. Bis dahin, macht's gut, tschüss, drückt mir die Daumen.